Wahrscheinlich. Oh, hier schon Kletter. Oh, ey, ist ja richtig Sport hier gerade. Übelst anstrengend. Kontakt! Oh! Herzlich willkommen zurück, VR Gamer! Der Tag, McFly, wieder am Start hier. Neuer Tag für mich, neue Mission und ich hoffe, ich bin voller Energie. Heute wird geballert, nachdem wir letzte Folge, ich glaube, nicht einen einzigen Schuss abgegeben haben, aber uns dafür diese schöne Kunst angeschaut. Okay, es lädt noch, hab ich gerade gewundert. Gehen wir heute voll Angriff. Voll auf Angriff. Hände? Seid ihr bereit? Oh ne, warte, wo ist denn? Mom ist hier. Irgendwo. Wir finden sie. Ah, ich gestern ein bisschen niedriger. Bin ich gewachsen? Verstanden. Ich geh. Na gut, ich krieg das schon irgendwie hin. Zwei Pistolen haben wir jetzt. Wir sind jetzt hier auf einer Baustelle. Das heißt, wir können noch ein bisschen Krach machen. Ohne groß aufzufallen. Ganz kurz mal checken. Hey, der Soldat wird hier nicht durchkommen, Mann. Nachher? Hey, glaub. Ist doch was, oder? Na los. Hey, Mann, das ist der Soldat! Hey. Okay, wo ist denn mein. Ich habe auf keinen jetzt ein Visier. Warum nicht? Die schießen von hinten. Nee, jetzt mal im Ernst, warum habe ich denn kein Visier ausgewählt? Hey, Wichser, komm raus und kämpfe! Gar nicht so leicht dann. Soll das so sein hier? Denk mal so hin. Guck mal, was ist das? Was ist das? Will ich haben? So? Nice! Schrotflinte! Okay, wer hat Bock hier auf ein bisschen Schrot-Action? Natürlich ein bisschen herangehen. Bam! Bam! Haha, geil. Oh. Nice! Ey, Wichser, komm mal! Die Schon-Action! Der Scharfschütze ist gelandet! Nein! Fallen lassen! Oh, ist sie stark! Okay! Okay! Ey! Geht da rein! Boah! Hey! Überleb doch nicht einfach! Ist teuer, die Munition hier! Bah! In den Kopf! Der Schaden! So. Neue Pistole. Verwirrt mich alle hier so. Ey, locker mal in den Bauch geschossen. Überlebt das nicht. Tja, zu nah. Zu nah. Oh. Der hat zwei Schrotschüsse ausgehalten. Was ist das denn für ein Superheld gewesen? Wie komme ich an diese Munition? Warum bin ich die ganze Zeit geduckt? Okay. Okay, so. Was haben wir denn hier? Das ist ja nochmal eine Schrotflinte. Zwei?
Geil! Alles klar. Nehm ich. Okay, nochmal so einen Punkt. Den Rest brauche ich nicht. Und nochmal die Schrumpflinte nehmen wieder. Okay, Muni haben wir, alles haben wir. Okay, jetzt geht's ab hier. Bam, bam, bam! Warte doch kurz! Wir brauchen Verstärkung, Mann! Ihr wisst, dass das ein bisschen dauert. Du kannst dich nicht verstärken. Das erträgt die Denker. Ah, nee, er muss ihn abladen. Zack, kommt die zweite Schrotflinte. Trick 17. Ah, richtig hier. Wie Rambo mit einer Hand. Oho! Oh ja, klar, zweihändig. Jetzt bist du Hochhaus. Das ist der Soldat. Durchbrechere ihn, okay? Wo liegt das hin? Ist runtergefallen, oder? Ich hoffe es. So, jetzt aber ganz kurz hier. Ich hab hier zwei Pistolen. Schrumpflinte jetzt weg? Soll ich die Schrumpflinte mitnehmen? Aber ich weiß es nicht. Also ich denke mal, das hier werde ich schon brauchen. Sonst hätten die mir das nicht gegeben. Aber wen soll ich denn jetzt hier wegmachen damit? Das ist aber ganz schön knapp. Okay, komm. Krieg ich hin. Ah. Was ist denn hier? Ja, ich... Nee! Ich hatte doch noch einen Uzi! Boah, die fällt da runter. Dieser Bastard. Becking versagt hier gerade ein bisschen. Der Scharfschütze ist gelandet, hast du gesagt? Ich kam da gar nicht mit dem Scharfschützengewehr gerade klar, weil das hing die ganze Zeit irgendwo da fest. Kann ich mich nicht aufsetzen? Ich will mich hinstellen. Das ist der tolle Scharfschütze. Komm, in der Luft kriegst du noch ein paar Kugeln mehr. Verdammter Amateur. Ja, da war ich ja noch ein bisschen besser als der Scharfschütze. Und ich dachte schon, ich wäre scheiße. So. Okay, erstmal alles weg. Okay. Geben wir mein Kind, Schrauben. Und irgendwie ist heute der Wurm drin beim Tracking. Seid vorsichtig. Die Typen haben jede Menge Waffen dabei. Ah, vielleicht. Ich muss mal ganz kurz nochmal ran, weil ich für Trover ja die Kamera ein bisschen runtergemacht habe. Ach ja, ja, klar.
Meint ja auch direkt am Anfang schon, das sieht irgendwie zu weit weg aus. Zack! Hoch! Soll ich das Scharfschützen weggehalten? Noch zwei, oder? Was seid ihr denn? Ich will mal ein bisschen mein Scharfschützengewehr mal hier einsetzen können. Alle versteckt? Dietrich? Los, Ryan. Langsam und ruhig den Stift ausrichten. Und der nächste Stift. Ganz easy. Meisterknacker. Okay, ich nehme mal die Uzi jetzt hier innerhalb des Gebäudes und die Pistole. Ich glaube, jetzt wird das mal ein bisschen krass geballert. Scharfschützenwehr. Ein Elite-Soldat, oder? Ich muss erstmal meine Muni aufladen. Kann ja trotzdem schon mal gleichzeitig ein paar Leute abknallen. Aber Munition ist wichtig. Wer schießt denn da? Das ist ein bisschen krass, was ihr hier macht. Granaten nehme ich auch immer gerne mit. Na los. Da ist der Penner! Vorsicht! Keine Ahnung. Oh, die flog, glaube ich, ganz gut. Ein bisschen dunkel hier gerade. Muss aber mal kurz gucken, wo man dran kann. Aber ansonsten ganz chillig hier. Muni? Klar. Boah, guck mal. Nehme ich auf jeden Fall mal mit. Jetzt kann ich hier rüber? Soll ich runter? Aha! Erstmal nachladen. Weg. So, und jetzt müssen wir hier irgendwie langklettern. Die Wichser sind überall. Als hätte Tony die ganze Stadt übernommen. Das ist noch nicht alles. Ich habe mich umgehört. Da hoch? Galerie ist nicht der einzige Fake. Büroreinigung, Hotels, Reisebüros. Um Tony kümmern wir uns später. Erst holen wir Mom daraus.
So hoch ist das alles gar nicht. Fix. Hier. Ach. Meisterkletterer. Die Munition habt ihr bitte hier liegen. Ich will lieber so eine modernere. Viele Schrotflinten auf jeden Fall in diesem Level hier. Los geht's. Schnell, die Schrotflinte muss nachgeladen sein. Nein! Ich hab immer auf Schießen gedrückt. Ich meine, ist ja auch Schießen. Patronen nehmen, aber irgendwie. Ist mit der gerade nicht so geklappt. Ist egal, ich will nicht rumheulen, ich will ballern. Ich hab den Dreckladen komplett durchsucht. Mom ist nicht hier. Behalte die Nerven. Ach ja, die suchen unsere Mutter. Weg zum zweiten Hochhaus. Fertig. Da! Mann, das ist der Soldat! Ich sollte lieber auf Gegner ziehen, wenn ich nachladen möchte. Ey! Wie scheiße ist denn die Scheißschrotflinte? Das gibt's doch nicht. Also, irgendwann ist der Spaß auch vorbei, ne? Ich kann da mal ein bisschen drüber lachen, wenn die mal ein bisschen spinnt. Aber wenn ich hier sowas habe, schön, fluffig, die Köpfe wegballern, dann fuckt so eine Schrotflinte natürlich ab, die nicht richtig funktioniert. Ich will da rüber. Kann ich da rüber? Klettern? Oh. Ja, Tatsache. Wahrscheinlich. Oh, hier schon Klettern. Boah, ey, ist ja richtig Sport hier gerade. Übelst anstrengend. Kontakt! Oh! Ich hab wieder daneben gegriffen. Du bist in den Tod gestürzt. Ja, es ist ja auch warm hier. Ich schwitze, dann habe ich natürlich auch glitschige Hände. Es ist doch wieder viel zu warm. Ich komme hier mal rein und denke, oh, ist das kühl. Dann mache ich die ganzen Lampen an, ziehe die Brille auf und denke mir, scheiße, ist das heiß. Ich glaube, ich habe letzte Folge schon gesagt, dass ich nicht mehr rumheulen will. Also. Das ist der! Hier auch nochmal so. Es ist wirklich wie Sport hier. Ich kann das fast spüren. Oh! Wie schnell warst du denn? Schnell tot, würde ich mal sagen. Habt ihr auch Gegner? Nicht nur Kanonenfutter. Das sind ja diese Hip-Hop-Leute hier, ne? Tut mir leid, ich verurteile niemanden wegen seinem Musikgeschmack, aber. Die Hip-Hop-Leute wieder, ne? Ich kämpfe mich gerade durch das zweite Hochhaus. Noch keine Spur von Mann. Da ist ein Kran. Von oben sollte ich einen guten Überblick haben. Gute Idee. Aber sei vorsichtig. So. Kann ich hier schon hoch? Wahrscheinlich noch rüber.
verdammte Scheiße. So, weiter. Okay. Ich habe natürlich nicht direkt gesehen, wo man hin muss. Kein Problem. Ich will hoch. Oh nein, Rauchen tötet. Ich muss hier rüber, ich kann gar nicht da rein. Die nervt mich vielleicht. Sagt, wir würden das noch bereuen. Sie hat's mit uns zu tun. Oh, endlich hoch. Mom. Ryan, hast du sie gefunden? Ja. Ganz Yo. In der Nähe. Ist da jemand? Muss mich nur noch um ein paar von denen. Bruder, das ist er! Das ist für dich! Fahren konnte man die ganze Zeit drauf, also ich weiß auch nicht. Ich brauche definitiv mehr Leute. Mal ein paar, oder einfach mal ein paar Ausgebildete. Oh nee! Muss von der Seite schießen. Oh, zum Glück wirft der so scheiße. Okay, warte. Ich hätte gern, glaube ich, lieber die Uzi. Oh. Boah. Ja gut. Das Spiel will, dass ich die Schufflinte behalte. Kommt doch hier noch rüber. So. Na los. Bruder, Bruder, da ist der! Wo ist das Fahrrad schon wieder hin? Ich tue dir nicht weh, versprochen! Hat doch nicht gepasst. Nicht? No scope! Klettern, oder? Seht da hinten ganz durch, da sehe ich doch schon direkt ein. Tracking! Also meiner Meinung nach habe ich getroffen. Was das Spiel sagt, interessiert mich jetzt nicht. Ah. Ich schieße jetzt einfach Noscope-mäßig hier einfach rum. Bam, bam, bam. Ach, das ist auch unsere Mama, auf die ich die ganze Zeit geschossen habe. Ah. Mama. Das war vielleicht doch richtig, dass ich getroffen habe. Was habe ich dir gesagt? Dass ich nicht kommen soll. Ja, und jetzt hast du genau das getan, ja, was sie wollten. Ryan, warum machst du nie, was man dir sagt? Mom, ich habe zig Leute umgelegt und bin ein Haus raufgeklettert, um dich zu finden. Also lässt du dich jetzt Mom, bitte... schau doch mal, was ich gemacht habe! Pass auf, das Gitter steht unter Strom. Guck mal, wie ihn noch riecht. Der Generator an dem Gitter war mir gar nicht aufgefallen. Was? Ich dachte, an der... Gut, schön. Lass mal das Schloss sehen. Danke. Jetzt halt still. Eigentlich einen besseren Weg, aber egal, komm. Geschafft. Ganz easy. Es war heftig, Ryan. Es ging so schnell. Tonys Männer haben uns überrannt. Wir hatten keine Chance. Okay, Mom. Du musst dich konzentrieren.
Kannst du den Wagen da zu mir ziehen? Was? Nein, nimm das Kabel da auf dem Boden. Ja, ja, heb es auf. Gut, gut. Sein Vorgehen war völlig anders. Wie meinst du das? Es war diszipliniert. Organisiert. Diszipliniert? Ja, machen wir weiter. Das ist wirklich untypisch für ihn. Eigentlich ist er so ein Gefühlsmensch, der einfach nur handelt. Tony agiert auf einer ganz neuen Ebene. Man muss ihn aufhalten. Ja. Und ich kann. Hat er sich weiterentwickelt? Aber erst brauche ich diesen Wagen. Den Wagen da. Gib ihn mir. Weiter so. Der Griff leuchtet so weiter schön. So. Stopp. Gut. Jetzt geh zurück. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Tasche? Okay, ich hab die Tasche. Jemand unterstützt ihn, so muss es sein. Aber wer? Boom weggemacht? Okay, da kann ich bestimmt das hier draufklatschen, ja. Und Feuer. Okay, es ist sicher. Schaffst du es auf die andere Seite? Ja, ich glaube schon. Wir wissen nicht mal, womit wir es hier zu tun haben, Brian. Und es tut mir leid. Ich wollte dich nie in solche Gefahr bringen. Mom, hör mir zu. Tony hat uns angegriffen und wir mussten reagieren. Genau das hätte dein Vater... Warum kann ich denn das andere nicht... Ja, und er hätte recht. Auch aufmachen. Kannst du dich da durchziehen? Willst du mich verarschen? Wortwahl? Ja, das kann ich. Okay. Gut, weiter so. Ah, jetzt kann ich hier knacken. Noch ein Stück. Gib mir die Hand. Alles okay? Am Rücken? Konzentrier dich, Ryan. Mach ich doch. Tausendmal gemacht. Zack. Das war's. Guck, ich hab nicht mehr hingeguckt. Okay, du musst dich... Viel zu gut bin ich da drin. Was ist mit dir? Ich finde einen Weg. Geh. Sofort. Oh. Ich baller mich raus jetzt. Kennst du doch. Schrotflinte, ja, Pistole. Ja, ich weiß. Pass auf dich auf. Eigentlich wollte ich Danke sagen. Michelle, Nick, Mom ist draußen. Oh Gott sei Dank. Die Bullen sind auf dem Weg. Ich hole Mom und wir treffen uns im Versteck. Ryan, was ist mit dir? Tony hat Sprengstoff platziert. Ich muss sofort hier raus. Okay, lauf. Oh, in welche Richtung muss ich denn laufen? Na, unten. Sind wir jetzt tot? Hab ich schon irgendwas falsch gemacht? Ryan, sag doch was! Ich bin da. Alles okay. Der Abriss hat wohl begonnen. Ryan, ich bin jetzt auf dem Kran. Geh einfach zur Nordecke. Ich habe eine Idee. Was? Trau mir einfach. Alle Mann, nicht mehr raus hier! Nein, lass doch nach! Was denn? Michelle, wenn du irgendwas tun willst, musst du es jetzt tun. Kann ich so viel so schnell lesen und schießen und zuhören und handeln und nachladen? Ich muss so viel auf einmal machen, Mist. Oh, was geht ab? Lass uns da raufspringen. Bitte, spring da rauf. Ist das geil. Jawohl! Loslassen? Ich hab nicht losgelassen. Ich hab nicht losgelassen! Okay, es war so cool, ich wollte es einfach nochmal machen. Sprung! Ich fliege in Zeitlupe, doch nicht mehr. Ich hab die Hände dran, ich beobachte jetzt die Hände. Hä? Halt mich jetzt nur mit einer Hand fest.
Jetzt habe ich losgelassen. Ich habe gedacht, ich muss auf das Ding drauf. Ich halte fest. Der lässt automatisch los. Muss ich mich hochziehen? Habe ich schon mal probiert, mich hochzuziehen? Das wär's jetzt. Kein Quatsch jetzt hier. Festhalten. Und hochziehen. Ah, so. Ich muss auch hochziehen. Voll das gute Versteck auch direkt, oder? Machen? Meine Waffen sind weg! Wir haben alle besiegt, oder? Mit dem Cabrio! Komm schon! Komm so schnell ich kann! Mom, Ryan. Oh was! Ich habe keine Waffen, deshalb habe ich keine Waffen! Nein! Die behinderte Effort! Wenn ich jetzt eine Waffe hätte, dann würdest du nicht so scheiße stehen bleiben! Eine Schande ist das. Eine Schande ist das. Ne, ich habe damit nichts zu tun. Ah, ich habe sie doch noch gerettet. Sei mal leise! Scheiß Playstation. Boah, Junge, ey. Ich hab ja wieder Wasser an der Brille. Das kannst du dir nicht vorstellen. Tut mir leid, was passiert ist. Wo ist mein Bruder? Wir glauben, er hat's rausgeschafft. Wir suchen noch nach ihm. Ryan, ich brauch deine Hilfe, Mann. Ja, ist okay. Ich glaube, langsam hat er mich weich gekocht. Ein Rekrutierungsversuch. Du bist klug. Du hast die Zeichen erkannt. Tony? Wirklich? Nein. Jemand beeinflusst ihn. Ja, Kayla. Nein, nein, nein. Es steckt mehr dahinter. Sie arbeitet für eine Organisation, die alle Aspekte unserer Gesellschaft kontrollieren will. Regierung, Wirtschaft, organisiertes Verbrechen, Nachrichtendienste. Alle mit Beziehungen, ob kriminell oder seriös. Vielleicht halten sie sich sogar für die Guten, die das Richtige tun. Aber sie fällen Entscheidungen, bei denen wir kein Mitspracherecht haben. Ich verfolge sie schon eine Weile und versuche herauszufinden, wer sie sind und was sie vorhaben. Was halte ich von dir? Allerdings wurden wir kompromittiert. Sekunde. Geheimbünde... die die CIA infiltrieren. Guck schon mal auf, gefällt mir. Tassen im Schrank. Weil ich muss jetzt hier wieder einen Cut machen. Du weißt, dass da was war. War eine geile Folge, auch wenn das Tracking und ich ein bisschen versagt haben. Übernimmt die größte Bande Europas. Zack. Da steckt was dahinter. Immer wenn ich nah rankomme. Ende. Es ist so heiß. Vielleicht weil sie nicht existieren. So nah bin ich ihnen noch nie gekommen. Du hast Tony aus dem Konzept gebracht. Du hast das möglich gemacht. Der Angriff, den er befohlen hat, auf die Leibwächter deiner Mutter. Nur boah, deshalb kam ich so weit. Schon war es Licht aus. Der dieser Angriff war einfach zu groß. Tony hätte das nie und nimmer so schnell stemmen können, mit so militärischer Präzision und solchen Waffen. Komm schon, Mann. Okay. Nehmen wir an, das stimmt. Was soll ich denn tun? Schließlich sitze ich hier drin fest.
Ich kann dich hier rausholen. Aber du musst untertauchen. Dann rechnet es nicht mit uns. Du wirst zu einem Geist. Geil. Selbst Bösewichter haben Angst vor Geistern. Du musst mir Michelles Sicherheit garantieren. Keine Anklage. Das kriege ich hin. Faust. Ich trau dir sonst nicht. So gut. Jetzt komm. Echt jetzt? Du willst keine Faust machen? Komm. Komm. Hab ich's jetzt verkackt? Wir sind jetzt den Deal eingegangen, oder? Wir sind in den Deal eingegangen. Alles klar, ich mache jetzt einen Cut, sonst sterbe ich hier. Mission beenden. Ja, ja, das wird schon passen. Ansonsten mache ich das Gespräch nächstes Mal selber nochmal. Genau, gefällt mir. Drücke. Boah. Am Saften. Ohne Ende am Saften. Abonniert den Kanal. Und hau rein!